Ja. Kann ich jetzt sortieren? Den weiter nach da. Hat es verdient, würde ich sagen. So, ich meine, da ist ein Haus, aber hier sind auch Leute. Vielleicht labern wir die mal an. Gegen GP eine Attacke beibringen. Wow. Ja, GP, Gewinnpunkte. Ja, so heißt das, steht da oben. Sind halt Sachen, die wir in der Kampfresort halt gewinnen können. Ne? Ich werde mich in diesem Let's Play nicht lange damit beschäftigen. Ich denke, ich werde es mal ausprobieren, aber im Prinzip ist was, was man unendlich oft machen kann. So, und der kann einen Attacken beibringen, die es, glaube ich, nicht als Tams so gibt. Also, im Prinzip diese drei Leute auch mehr Attacken. Synthese ist cool. Weil das ist eine Pflanzenattacke, die heilen kann. Das sind so ungewöhnliche Attacken, sage ich mal, ne? Vielleicht teilweise. So, und der dritte. Wieso kann nicht einer alles? Wieso braucht man drei Menschen dafür? Naja, mit drei Ständen. Drachenpuls ist cool. Wutanfall geht auch bestimmt ab. Mülltreffer kenne ich auch nicht mal. So ein paar Attacken kenne ich gar nicht. Moment, mit denen habe ich doch schon geredet, oder? Ich weiß es gar nicht mehr, wen ich schon angelabert habe und wen nicht. So, zumindest haben wir hier noch ein bisschen was zu entdecken. Oh, noch ein Kerl. Was kannst du für Attacken beibringen? Solche. Cool, Gigasauger, Feuerschlag, Eissieb. Und so ist auch dabei. Ja, das Wasser müssen wir nochmal gleich oder irgendwann erkunden. Boah, Treibsand. Kann ich hier sterben? Nö. Wäre cool, man stirbt einfach. Aus der Carlos-Region kommen, Leute. Das ist doch... Wow. Switch. Wo Pokémon X und Y war. Ein kleines Kämpfchen. Hey, warum nicht? Okay, der Typ hat Gift-Pokémon. Ja, ich habe nur Gift-Pokémon. Ein Slimog. Wow. Nostalgie-Pokémon. Hier mit Roserade. Wie hat's... Oh Mann, wie war nochmal Gift und Fee? Wie haben die nochmal zusammen agiert? Ich glaube, Gift war sehr effektiv auf Fee, ne? Aber ich bin ja kein Gift-Pokémon, sondern nur ein Gift... nicht ein Gift, ein Feen-Pokémon, sondern hab nur die Attacke drauf, ne? Ich bin ja selber ein Gift-Pokémon, also im Prinzip. Gut, er macht Säurepanzer und sowas. Ich bereite mich einfach mal vor. Also, das heißt, zack und zack, die beiden Attacken mal zu machen. Damit ich schön viel wieder regenerieren kann. Sein Säurepanzer hilft ja gar nicht, so gesehen, weil Verteidigung einfach nur hochgeht. Kriegt jede Runde ein bisschen Schaden. Und ich weiß nicht, wie Zauberschein sich jetzt auswirkt, ob das nicht sehr effektiv ist. Ja, tatsächlich, leider. Gut, würde ein bisschen lang gehen jetzt. Okay, seine Verteidigung hat er aufs Maximum geboostet. Vielleicht geht das mit anderen schneller, die wird auch nicht sehr effektiv sein. Memento Mori. Warte mal, ist das nicht... Angriff sinkt stark, Spezialverteidigung sinkt stark und er wird besiegt. Ja, es ist so eine Attacke, die ihn selbst besiegt, aber dafür meine Werte in den Keller rutschen lässt. Aber wisst ihr, was ich da einfach mache? Ich wechsle aus. Was habt ihr denn gedacht? Hat mir jetzt eigentlich nur ein bisschen Zeit erspart. So, ich weiß nicht, was das für ein Pokémon ist. Obwohl doch, der ist aus der 5. Generation, oder? Serapendra. Ich habe keine Ahnung, was er vom Typ her ist, außer natürlich Gift, aber umso besser mache ich einfach eine Psycho-Attacke drauf und gut ist. Oder der ist, ich glaube, der ist aus der 5. Ich krieg diese vor. Oh, der macht Toxin, du Arschgesicht, Alter. Böse. Muss schnell ausgelöscht werden. Die sind so auf meinem Niveau, obwohl die vom Level her ziemlich viel höher sind als meine. Jetzt kriege ich Gift. Und Draghi. Kennt ihr Mario Draghi? Von der EZB? Ach, das hat was mit Politik zu tun. Ich bleib mal noch ein bisschen bis zum bitteren Ende drin. Boah, das ist ja voller Skarner, Alter.
Au. Er beißt es. Oh, warte, ist er nicht Unlicht? Nein, der ist doch... Gift Unlicht. Eigentlich zur total idiotisch von mir drin zu bleiben. Machen wir mit Roserade weiter. Stimmt, der ist so ein... Das ist so ein Pokémon, was ich nie einschätzen kann, weil der sieht auch aus wie ein Käfer, ist ja klar, aber er ist kein Käfer-Pokémon. Also er wäre vielleicht eins, aber man kann ja nur zwei Typen haben. So, er ist Unlicht und Gift tatsächlich. Ja, und dadurch wird meine Attacke neutral. Vielleicht verwurzeln wir uns doch nochmal schnell. Oder ich hätte die andere Attacke einsetzen sollen. Egelsam. Hätte mehr gemacht. Nein! Volltreffer, Alter. Was ist los mit dir? Nee, da hört auch jeder Spaß auf, Alter. Groudon. Ey, was ist los, Alter? Was meine Freunde beleidigt? Oder getötet? So. Sehen die Sachen schon ganz anders aus, oder? Was machen wir denn? Boah, Erdbeben. Erdbeben wird super. Auf so ein Gift-Pokémon wirken. Was? Ach, du hast mich gekratzt. Tut mir leid. Ich dachte, das würde Schaden machen. Jetzt kommt mein Erdbeben. Tschö. Ja. Hat leider meinen anderen Pokémon ganz schön zugesetzt. Toxic Quark, bleiben wir drin. Ich weiß gar nicht, was der... Ist der nicht auch Unlicht? Ich glaube, der hat denselben Typ. Auch Unlichtgift. Der darf zuerst, was ist da los? Au. Okay, es hat ein bisschen Schaden gemacht und vergiftet. Ah, okay, das gibt Rache, mein kleiner Freund. So nicht. Das geht ja gar nicht. Boah. Armes Groudon. Arme alle Pokémon ungefähr. Ich muss mal zurück ins Pokémon Center. Irgendwie versucht Protzer zu lernen. Nee, muss nicht sein. Oh, das ist nicht wahr. Boah, das hat wehgetan. Was gibt's sonst noch so? Ach ja, ich sollte dieses Item-Radar vielleicht mal mit mir rum. Ja, hier gibt's Items. Scheiße, ich habe bestimmt schon richtig viele Items verpasst. Hey, ich check gar nicht, wo das Item ist. Also irgendwo links wohl. Ah, wir kommen der Sache näher. Jetzt habe ich's verloren. Irgendwas mit diesen Steinen vielleicht. Von der anderen? Oh, da war's. Ein Top-Genesung. Wunderbar. Aber was mit dir? Wenn der jetzt auch noch kämpfen will, muss ich, glaube ich, nein sagen. Na, der will eh nicht. Ein Haus. Ich muss ja mal erst mich vielleicht ein bisschen heilen. Oh, hier ist was los. Calcium. Warte mal, ich raub diesen alten Mann aus. Kann das sein? Cool, eine ganze Itemspur liegt hier. Und da ist schon was Glitzerndes, das sehe ich auch. Ja, einmal das alles. Boah, das sind mal fette Geschenke auf jeden Fall. Auch wenn es so gesehen nicht meins ist, aber ich finde das Item. Ja, ich finde es nur in dem Haus von einem Mann, aber ist meins. Nur leider brauche ich das eigentlich gar nicht so. Traurigerweise. Gengar Need. Boah, jetzt hätte ich gerne einen Gengar. Die Mega-Entwicklung von Gengar sieht voll cool aus. Hey, hör auf, mich auszurauben, Mann. Sorry. Er hat zwar was ganz anderes gesagt, aber in meiner Version hat er das gesagt. Wow. Hey, ich bin immer wieder überrascht, wenn die Kamera sich dreht. Oh, Lebel, oder? Du da, ich muss dich etwas fragen. Wo bin ich hier? Kampfresort. Ein Resort ist eine Ferienanlage, oder? Aber Kämpfe sind das genaue Gegenteil von Ferien. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Sagen Sie mal, wie sehen Sie denn aus? Sie sind ja völlig durchnässt. Das Klima in Höhen mag noch so sommerlich sein, aber so fangen Sie sich an Erkältungen. Oh, in der Tat. Das hilft alles nichts. Kommen Sie erstmal mit in meine Hütte. Tja, weg ist er. Das Geräusch. Das war irgendein Pokémon. Ja, das war Lebel. Ein Inspektor oder Polizist oder sowas in der Art. Ich weiß nicht mehr. Der in Pokémon Platin vorkommt. Und dann nochmal in Pokémon Schwarz. Und anscheinend auch in diesem Spiel.
Ist ja cool. Also wenn der, doch, ich meine, das war der. Ich denke jetzt nicht, dass es irgendein anderer Mensch ist. Ist jetzt auch voll überrascht, wahrscheinlich gestrandet. Musik ändern? Hä, wieso darf die Musik entscheiden? Okay, ich darf zwischen den beiden Liedern wählen, aber mir gefällt das hier ein bisschen besser. Ist das noch ein... Wie nennt man das nochmal? Pension? Krass, es gibt zwei Pensionen in diesem Spiel. Oh, ich darf ihr etwas Geld leihen. Ja, da hast du. Oh, okay, das war's vollkommen wert, würde ich sagen. Okay, tschö. Ich glaube, das geliehene Geld kriege ich dafür aber nicht wieder, dann. Hey, ich komme hier nicht vorbei. Kann ich am wenigsten da hoch? Ah, okay, ich dachte schon, ich müsste jetzt den ganzen Weg wieder laufen, also zurücklaufen. Ja, dann erstmal heilen. Wir sind jetzt einmal so gesehen um die Insel herumgelaufen, aber wir können mal direkt mal wieder Bylord ins Team aufnehmen, um auch die Gewässer ein bisschen zu untersuchen. So, Pokémon bewegen. Wo ist denn der gute Kerl? Oder ist das hier ein Weibchen? So. Okay. Und jetzt ab ins Wasser und einen Topschutz. Am besten auch noch. Ah, nur um zu gucken, was so im Wasser unterwegs ist. Wenn überhaupt. Beutel. Oh, jetzt muss ich erstmal suchen, wo. Ich hatte das mal so ein Gefühl, so wo immer Topschutz ist in dieser riesigen Tasche. Ich glaube, wir sind gerade dran vorbei. Aber dadurch, dass ich eine lange Pause gemacht habe, ist mir auch ein bisschen wieder was entgangen. So, aber anscheinend gibt es hier nichts. Jetzt wissen wir es aber auch. Also zumindest bis jetzt, ne? Wer weiß, ob nicht doch noch was kommt. Jetzt ein paar Pokémon kann man hier fangen, theoretisch. Wow. Diese Kamera, ne? Einfach mal eine Runde schwimmen. Tut auch ganz gut.